Hallo und herzlich willkommen bei OrgaTV wie jeden Mittwoch pünktlich um 18.18 Uhr. Heute in unserer Sendung geht es in einem Beitrag um einen Stereotypen der Generation Z. Ihr seht in einem Unboxing-Video, was sich der Lehrstuhl von Personalmanagement Neues aus dem Elektronikbereich zugelegt hat. Und neben den wöchentlichen Beiträgen wie Wetter und unserem Event-Ticker seht ihr heute unser allererstes Beauty-Tutorial. Und in unserer letzten Sendung haben wir ja schon erzählt, dass wir uns in den nächsten Wochen ausgiebig mit dem Thema Stereotypen der Generation Z auseinandersetzen werden. Kennst du da schon welche Typen? Fällt dir dazu was ein, Sophie? Also spontan fallen mir da jetzt diese Sportler ein, die jede Woche irgendein Bild auf Instagram posten. Oder diese Veganer, die sich immer so gezielt vegan ernähren und sonst gar nichts zu sich nehmen. Dann, was fällt mir noch ein? Vielleicht Essen ist ein gutes Stichwort. Essen? Ja, da haben wir nämlich letztens einen neuen Begriff kennengelernt. Foodie heißt es. Die Foodies heißen die. Foodies, genau, die Foodies. Genau, so heißen diese Veganer. Dann gibt es noch diese super hippen Typen, die jeden Morgen aussehen, als wären sie frisch aufgestanden und hätten sich im Bad nicht fertig gemacht. Und dann kenne ich noch die Blogger, sonst fällt mir jetzt gerade nichts ein. Aber ich würde sagen, das war ja schon mal einiges, das reicht auch erst einmal. Denn du hast es auch schon erwähnt und zwar geht es jetzt weiter mit den Hipster. Das ist nämlich unser erster Stereotyp der Generation Z. Und was man als Hipster alles so macht, was man so trägt, was ein Hipster eigentlich alles so ausmacht, das zeigt euch jetzt unsere liebe Katharina. Das ist Katharina. Unter den Typen der Generation Z gilt Katharina als Hipster. Wir fragen uns, was macht einen Hipster so aus? Im Prinzip ist der Hipster ein individuelles Massenphänomen. Wir fangen oben an. Im Gegensatz zur klassischen Generation Y trägt der Hipster seine Haare meist in einem für ihn typischen Halfbun. Auf Schmuck oder aufwendige Schminke verzichtet der Hipster komplett. Hashtag no makeup and hashtag out of bad look. Auch wenn bei Generation Y eine Brille für Cleverness steht, dient sie dem Hipster als modisches Must-Have. Ob mit Stärke oder ohne, spielt hierbei keine Rolle. Halsabwärts lässt sich Katharina sowie viele andere Hipster nicht beeinflussen. Aber wer davon ausgeht, diese Outfits wären nicht durchdacht, der irrt sich. Denn auch wenn das Hauptmotto lautet, Hauptsache bequem, haben auch Hipster ihre Do's and Don'ts. Während Generation Y sich im Kaufhaus tummelt, treffen sich die Hipster der Generation Z auf dem Flohmarkt. Denn ihr Look könnte man als aus alt macht Style bezeichnen. Typisch für diesen Look ist beispielsweise der super trendige Turnbeutel, der in jedem Fall als Rucksack getragen werden muss. Darunter trägt man einen Kapuzenpulli und eine Jeansjacke, die bestenfalls noch aus dem Kleiderschrank der Oma kommt. Worauf der Hipster besonderen Wert legt, ist der Abstand zwischen Hose und Schuh. Die Ankle bzw. für Generation Y das Fußgelenk darf in keinem Fall bedeckt sein. Auch bei den Schuhen lässt sich der Hipster von keinem beeinflussen, denn hier gilt Sneaker, Sneaker, Sneaker. Zusammengefasst haben Hipster einen Hang zu Vintage- und Secondhand-Kleidung, kombiniert mit teuren Markenlabels wie zum Beispiel Apple. Sie lesen gute Bücher und Poesie von bekannten Schriftstellern und hören Musik und schauen Filme von eher unbekannten Interpreten und Schauspielern. Typische Kommentare eines Hipsters sind zum Beispiel: Ich mochte die Band, bevor sie jeder kannte. Falls du ein richtiger Hipster bist, dann bestreite in jedem Fall, dass du ein Hipster bist. Denn alles andere wäre nicht hipster-like. Nicht schlecht. Na, zu den Hipster können wir uns wahrscheinlich nicht zählen. Ups. Denn das war ja klar, darauf haben wir nur gewartet, dass das mal passiert. Live in der Sendung, ne? Naja, weiter. So, wo waren wir denn? Ja, genau, wir gehören nicht zu den Hipster anscheinend, weil zu einem Halfbun haben wir es nämlich nicht geschafft, ne? Nee, aber dafür machen wir ganz andere tolle Sachen mit unseren Haaren, ne? Ja, aber wir wollen nicht zu viel verraten, denn dazu kommen wir erst später. Denn jetzt geht es erst einmal weiter mit einer neuen Errungenschaft unseres Lehrstuhls. Denn für die Generationsforschung haben wir, beziehungsweise der Lehrstuhl, hat sich nämlich neues Equipment angeschafft und wir durften die Produkte auspacken. Und was Tolles
alles so in den Paketen drin steckte, das hat euch unser lieber Bastian in einem zweiteiligen Unboxing-Video zusammengefasst. Willkommen zu unserem allerersten Unboxing-Video. Heute stellen wir euch drei Geräte vor, die gerade von der Generation Z immer häufiger benutzt werden. Dazu präsentieren wir euch die Samsung Gear 360 aus dem Jahr 2017, das Samsung Galaxy S6 Edge und die dazu passende Samsung Gear, mit der virtuelle Realitäten möglich sind. Aber starten wir mit dem Samsung Galaxy S6 Edge. Im Lieferumfang enthalten ist das Gerät selbst in einem Gold-Platin-Farbton, als auch Sicherheitshinweise und die Kurzanleitung. Außerdem verfügt der Karton über einen Netzwerkadapter, ein USB-Kabel zum Laden und Datentransfer, eine kleine Nadel zum SIM-Kartentausch und die dazu passenden Kopfhörer. Das Gerät selber liegt ohne Schutzfolie super in der Hand. Es verfügt über eine Kopfhörerbuchse, einen Micro-USB-Anschluss, Lautsprecher, den Power-Button zum An- und Ausschalten, einen SIM-Karten-Einschub und Tasten zur Lautstärkeregulation. Das Gerät verfügt außerdem über eine Frontkamera für Selfies, eine leistungsstarke Rückkamera und auffällig sind besonders die abgerundeten Displaykanten. Cool, interessant. Sag mal, Sophie, hattest du schon mal so eine Brille an? Ja, ich hatte schon mal so eine Brille an. Und zwar war das dein Karrieretag im Share Tower. Und da konntest du diese Brille aufziehen und dann hast du immer so 360-Grad-Videos gesehen quasi. Und dann stand ich einmal im Dschungel und vor mir stand ein Dinosaurier. Und dann hast du dich umgedreht und dann stand hinter dir noch ein Dinosaurier. Oder im nächsten Moment saß ich dann auf so, ich weiß gar nicht, auf so einem Boot irgendwo in der Karibik und konnte mir dann die Inseln ansehen, so vom Meer aus. Das war super. Oder ich stand dann plötzlich auf einem Basketballfeld und irgendein berühmter Basketballspieler hat dann gerade seinen Korb geworfen und so. Also cool. Das war schon wirklich toll, ja. Schon. Cool. Da fällt mir auch gerade ein, dass in Saarbrücken in der Uhlandstraße gibt es nämlich eine VR-Arena. Die hat letztes Jahr, ich glaube so im Herbst, glaube ich, war es, aufgemacht und die soll mega, mega cool sein. Echt? Ne? Ja, wirklich. Dann müssen wir da mal hin, ne? Ja, da kannst du auch verschiedene Spielstationen durchspielen. Ja, da bist du auch immer in einer anderen virtuellen Welt, sage ich mal. Ja, ja. Auf jeden Fall super cool. Kann ich euch nur empfehlen. Sehr cool. Ihr geht hin, wir gehen hin. Aber bei uns geht es jetzt erstmal weiter mit dem zweiten Teil vom Unboxing-Video. Viel Spaß! Als nächstes präsentieren wir euch die Samsung Gear Powered by Oculus. Schauen wir uns zunächst das Zubehör an. Wir erhalten wieder Gebrauchsanweisungen, Garantiekärtchen und das Benutzerhandbuch. Außerdem zwei Bänder zur besseren Befestigung der Brille und die geeigneten Adapter, um die Brille mit dem Samsung-Handy zu verbinden. Schauen wir uns zunächst die Brille etwas genauer an. Sie verfügt auf den ersten Blick über ein großräumiges Fach, um das Handy hineinzustecken, über zwei Befestigungen für die Kopfbänder und einige Bedientasten. Außerdem kann man mit Hilfe eines Rädchens die Schärfe einstellen. Bringen wir nun die Samsung Gear und das Galaxy S6 Edge zusammen. Das Handy hat einen festen Halt und kann bei Bewegung nicht herausfallen. Durch die passenden Apps auf dem Smartphone lässt sich die virtuelle Realität jetzt einfach genießen. Als drittes und letztes Päckchen präsentieren wir euch die Samsung Gear 360. Dabei handelt es sich um eine Kamera, mit der 360-Grad-Videoaufnahmen möglich sind.
Im Lieferumfang enthalten sind die 360-Grad-Kamera, dazu eine passende Schutzhülle, Bedienungsanleitung, eine Schlaufe zur besseren Befestigung und das nötige USB-Kabel. Die Kamera selbst kann auf ein Stativ geschraubt werden. Sie verfügt über Bluetooth, kann aber auch mit einer Micro-SD benutzt werden und hat einen passenden Micro-USB-Anschluss. Mit der Schlaufe lässt sie sich leicht befestigen und in der passenden Schutzhülle kann man sie bedenkenlos mitnehmen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass man mit der Kamera 360-Grad Videos und Bilder schießen kann. Man kann diese dann mit Hilfe einer App auf ein Samsung-Gerät schicken und mit der Samsung Gear dann diese 360-Grad Bilder und Videos in der virtuellen Realität genießen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Das war es zu unserer VR-Brille und wie gesagt, wenn ihr so eine Brille mal testen wollt, dann könnt ihr in die VR-Arena in die Uhlandstraße. Und bei uns geht es jetzt weiter mit einem Beitrag für die Mädels. Und im Vordergrund von diesem Beitrag stehen, Moment, diese Halme hier. Denn die sind nicht nur zum Trinken da, sondern die machen einen auch wirklich schöner. Wie das funktioniert und wie das Endergebnis aussieht, das zeigt euch jetzt unsere liebe Resi. Wow, das stand dir wirklich super. Das muss ich mir mal merken für die Karnevalszeit. Sah aus wie so ein kleiner Löwe. Ja. eben, deshalb. Sehr schön. Ja, ich muss auch sagen, ich finde es echt eine coole Idee. Vor allem für so Typen wie mich. Ich habe nämlich einfach nur lange, glatte Haare.
Ja, ne? Du kennst du das wahrscheinlich. Mhm. Ja. Deswegen sind so Locken einfach mal eine coole Alternative. Gerade vor allem jetzt so die Zeit, finde ich. Sommerzeit, ne? Man will weggehen, ausgehen, hin genau, und her. Genau. Apropos, ich muss euch unbedingt noch einen Tipp geben. Und zwar, lasst es mindestens 6 Stunden trocken. Das ist ganz wichtig. Also guckt schon, ne? Ihr könnt dann immer abtasten, ob die Haare auch wirklich trocken sind. Ich persönlich schlafe immer darauf, das ist natürlich nicht so bequem, aber... Ist natürlich auf jeden Fall trocken am nächsten Tag, ne? Korrekt, genau. Ja. Also, wenn ihr am nächsten Tag nicht arbeiten müsst, könnt ihr das ruhig tun. Machst du noch Festiger rein oder lässt du einfach... Also, machst du nichts rein in die Haare? Nee, also ich mache am Schluss vielleicht ein bisschen Haarspray oder so, aber eigentlich, nee, gar nichts. Super. Das passt, ja. Auf jeden Fall. Also, Leute, ne? Merkt euch die Frisur. Ihr wisst Bescheid. Beim Stadtfest oder Ähnliches. Macht ihr mal was Neues. Korrekt. Und da hatten wir auch gerade das Stichwort Stadtfest. Denn jetzt zeigt euch jetzt erstmal unser cooler Jo, was denn am Wochenende alles so abgeht an Veranstaltungen. Hallo, ich bin euer Jo und herzlich willkommen aus der Orga-TV-Zentrale zu unseren zufällig ausgesuchten Veranstaltungstipps im Zeitraum vom Mittwoch, den 24. bis Dienstag, den 30. Mai. Auch diese Woche gibt es in Saarbrücken und Umgebung wieder einiges zu tun. Genauer gesagt haben wir eine richtige Eventwoche mit Konzerten und Events für euch. Wir fangen an am Mittwoch, den 24. Mai. Um 19 Uhr spielen die Sportfreundesteller in der Garage. Einlass war vor circa einer halben Stunde um 18 Uhr. Wer also jetzt noch schnell hinfährt, kann vermutlich vor den Toren noch ein paar Karten abgreifen. Ab 23 Uhr macht der Asta Blau. Die Plakate habt ihr vermutlich schon überall gesehen. Auf 3 Floors laden der Asta und das Blau euch ein zu 3 Euro Luft- und Urpils. An der Abendkasse gibt es den Spaß für 6 Euro. Am Donnerstag, den 25. Mai, kommt der Comedian Luke Mockridge mit seinem Lucky Man-Programm in die Saarlandhalle. Einlass um 18 Uhr, Beginn erst 2 Stunden später. Das Ding ist ausverkauft, auf dem Privatmarkt gibt es allerdings noch allerlei Karten. Originalpreis war 32 Euro, also lasst euch nicht übers Ohr hauen. Am Freitag, den 26. Mai, haben allerlei Clubs offen. Gefeiert werden kann zum Beispiel im Modul mit dem Auto ab 23.50 Uhr oder im neuen Apartment ab 11. Studenten zahlen sogar nur halben Eintritt bis 1 oder im Soho. Hier zahlen die Studis und Mädels sogar die ganze Nacht nur 4 Euro. Am Samstag, den 27. Mai, ist die Studi-Night ab 11 im Blau. 4 Euro für Studis, sogar nur 2, wenn ihr zu zweit und vor Mitternacht kommt. In der Kulturfabrik ab 11 die R&B Classics. Wenn 5 Mädels zusammenkommen, gibt's eine Flasche Sekt for free. Im Mauerpfeifer das Phenomena-Event und auf den Gloria Stages die Hip-Hop-Party Blast. Am Sonntag, den 28. Mai, kommt der Rapper Kool Savasch in die Garage. Einlass ab 18 Uhr, Beginn eine Stunde später. Tickets gibt's für 33 Euro auf tickets.de. Wer lieber selber Musik machen will, ab 20 Uhr gibt's die Open Mic Night im Old Murphy's Irish Pub. Das läuft bis 11. Wer selber spielen will, sollte eher früher kommen. Am Montag, den 29. Mai, kommt Steffen Hensler in die Saarlandhalle. Tickets gibt's ab 36 Euro. Los geht's um 20 Uhr mit der Live-Show Hensler tischt auf. Ihr könnt hautnah erleben, wie er mit Spaß und Lust ein tolles Menü zaubert. Am Dienstag, den 30. Mai, ist Kinotag im CineStar in Saarbrücken. Für 9 Euro kann der neue Fluch der Karibik Salazars Rache um 14, 17 oder 20 Uhr in 3D gesehen werden. Ja, das war's auch schon wieder mit eurem Jo aus der Orga-TV-Zentrale. Wenn du deine Events hier vorgestellt haben willst, schick mir eine Mail an orgatv@orga.uni-sb.de. Jetzt geht's zurück ins Studio. Ich wünsche euch eine schöne Woche und feiert gut! Und ob ihr eure Abende lieber im Club verbringt oder lieber am St. Johanna Markt ausklingen lässt, das entscheidet ihr am besten nach dem Wetter. Und ich gebe ab an unsere Wetterfee, die Katharina. Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Dieses Mal habe ich richtig gute Nachrichten für euch, was das Wetter betrifft. Denn die nächste Woche könnt ihr euch vor Sonne kaum retten. Da wir morgen schon so gut wie ins Wochenende starten, sind diese Nachrichten natürlich noch erfreulicher. Wer also morgen mit seinem Papa eine Tour machen will, so wie es sich am Vatertag gehört, der hat definitiv das richtige Wetter dazu. Denn bei 23 Grad heißt es sonnesatt, auch wenn sich hier und da ein Wölkchen vor die Sonne schieben kann. Am Freitag, dem 26.05. wird es dann umso besser, denn bei strahlend blauem Himmel könnt ihr euch in den nächstgelegenen Biergarten setzen oder euch mit Freunden im Schwimmbad treffen, denn es werden 25 Grad. Während es am Samstag, dem 27.05. bei etwa 24 Grad noch recht windig ist, wird es Sonntag richtig heiß, denn es sind 28 Grad angesagt, bei denen der ein oder andere vielleicht sogar froh ist, wenn hier und da ein Wölkchen etwas Schatten spendet. Und auch am Montag und Dienstag wird es nicht abkühlen, es bleiben 28 Grad, also überlegt euch, wo ihr eure Zeit zwischen den Vorlesungen verbringt. Eines ist nämlich sicher, bei dem Wetter solltet ihr euch auf jeden Fall draußen aufhalten. Ich freue mich, euch nächsten Mittwoch wiederzusehen, wenn es heißt, es ist 18.18 Uhr mit Orga TV.
So, und damit sind wir wieder am Ende unserer Sendung. Wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Nächste Woche haben wir für euch unter anderem ein weiteres Kochtutorial und wir zeigen euch einen weiteren Stereotypen der Generation Z. Bis dahin sagen wir schon mal an dieser Stelle tschüss. Tschüss. Habt noch einen wunderschönen Abend. Natürlich. Und ja, auf Wiedersehen, wenn es wieder heißt Schwarz und Blau. Orga TV. Schwarz und Blau. Orga TV. Schwarz.